Ich verstehe die Aufgabe gerade gar nicht. Woher soll ich das denn wissen? Oh. Was ist mit der 5. Klasse und mit den Leute, was ist Brüchen? Los? Ich kann schriftlich dividieren! Ich kann doch nicht schriftlich dividieren. Was ist das? Kann ich bitte meinen Sitznachbar wechseln? Nicht? Meine Sitznachbarin stinkt. Oh. Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Filmekanal. Heute habt ihr es gerade, wie Frau Bianca schon gesagt hat, gehört. Daniel und ich, wir sind heute mal für einen Tag wieder in der 5. Klasse. Ja. Und wir werden heute ein paar Aufgaben versuchen zu lösen. Ich bin sehr gespannt, ob ja, Claudia hat uns mit Frau Bianca ein paar Aufgaben vorbereitet. Ja. Sind, glaube ich, vom Lärmwolf. Also, das ist ja keine Werbung, aber sozusagen versuchen die Aufgaben da jetzt zu lösen. Weißt du noch, was man so gemacht hat in der 5. Klasse? Nein, gar nicht. Also, ich habe mein Abitur 2010 gemacht. Ist jetzt knapp 11 Jahre her. Ich glaube, 2015? Ja, 5 Jahre. Gut, wir fangen an mit der ersten Aufgabe. Es gibt wahrscheinlich die Fächer Mathe, Deutsch, Englisch. Okay. Und jeweils immer 2 Aufgaben. Ich würde sagen, wir starten hier. Hier sind die Lösungsblätter. Und wir starten aber immer... Aber er meinte, wir sollen in der gleichen Reihenfolge starten, wie es da liegt, weil die Lösungsblätter... Ja, sind oben und wir starten wahrscheinlich auch hier. Hier anfangen. Ja, genau. Okay. Also nicht von unten, sondern hier von oben. Okay, alles klar. Okay? Oh, für Englisch. Oh, verneinen. Du verneinst die Formen to be, indem du not hinzufügst. In der gesprochenen Sprache ziehst du diese Form zu. In der ersten Person Singular. Ich verstehe die Aufgabe gerade gar nicht. Ich glaube... Nein, sag nichts. Hä? Ist doch richtig. I'm not English. You are... Nein. He isn't at school. Hä? Was ist denn darin jetzt falsch? Ich glaube, das hier ist gar kein, das sind nur Beispiele. Ah. Ich glaube, die Aufgabe fängt hier an. Ach so. Ich glaube zumindest. Okay, finde die Antwort. Find the short answers. Are Florian and Mike at Angie? Was heißt denn Angie? Ist doch vollkommen egal, du sollst nur antworten. Oh. Du musst das nicht mal verstehen, was da steht. Darf ich mir schon mal die Lösung angucken? Nein, darfst du nicht. Ich bin, gespannt, ob wir das jetzt hier richtig verstanden haben, was wir machen sollen. Ich weiß auch nicht. Schauen wir uns mal die Lösung an. Ist von unten, ne? Ja. Yes, they are. No, you aren't. He isn't. They are. And I'm not. Also ich habe alles richtig. Du glaubst ja auch, oder? Ich glaube auch. Also ich habe es einfach... Ja, aber ich habe es... Also ich habe es einfach in kurz gemacht. Okay. They are. Yes, they are. Okay. Achso, ich weiß gar nicht, ob man das im Englischen mit... Ach nee, das schreibt glaube, man im Englischen nicht, mit... Ja, das nicht. Also ich habe einen Rechtschreibfehler, aber ich meine damit they are, nicht okay, they are. Du hast es nur falsch zusammengezogen. Ja, komm, halber Punkt. Machen wir mal hier minus halben Punkt. Also wenn es hier für 1, 2, 3, 4, 5 Punkte gibt, kriege ich 4,5. Ja. 4,5 von 5. Und du kriegst 5 von 5. Okay, aber wir haben es verstanden. Vielleicht haben wir es einfach ein bisschen zu schwer gedacht. Okay, das ist, wir, Aufgabe 1. Wir zählen alle Punkte später zusammen. Okay, diesmal gibt es Nomen im Singular und Plural. A boy, two boys, a park, two parks. Achtung, nach Zwischenlauten, nee, house, houses, okay, sentences. Okay, und mit dem i, ne, die unregelmäßigen Formen und y. Was sollen wir hier, warte mal. Was sind das denn für Arbeitsblätter? Wie sehen die denn aus? Ah, okay, dann, nee, das ist doch einfach. Das ist ein Hund, ne? Soll das sein? Ich glaube. Oder Hotdog. Oh, mein Hotdog? Weil der einen Hotdog im Mund hat. Nein, ich glaube, es geht um Dog. Es geht um Hund. Also hier gibt es die, sozusagen regelmäßige Form, unregelmäßige Form. Also jetzt frage ich mich, bei Child ist es Childs oder Childs, ne? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Kids! So, ich hasse so Sitznachbarn, die ganze Zeit am Labern sind. Boah, bin bei Child bin ich mir relativ unsicher, um ehrlich zu sein. Ja, ist auch richtig so. Überleg nochmal. Möchtest du nochmal 5 Minuten? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Children ist und nicht Childs. Ja, das stimmt auch. Ja. So, okay, wir haben Dog. Dogs ist richtig. Story Stories mit IE und S. Dann Glass und Glass. Das haben wir beide falsch. Aber ja, Brille, anscheinend. Brille heißt doch immer, also these are my glasses, das sind doch... Ja, aber anscheinend falsch. Children, also glasses. Guck mal, und das haben wir auch falsch. Es geht hier nicht um die Bücher, sondern um das Regal. Ach, Shelf, ja, aber woher soll ich das denn wissen? Also wir haben 7 von 10 Punkten, weil wir 3 Sachen falsch haben. Aber woher sollen wir das wissen, dass es hier um das Regal geht? Tja,
Wusste ich, ja gut, man hätte vielleicht vorher schon gucken müssen, weil hier ja schon Books sind. Und verstehst du? Aber finde ich auch sehr unklar. Das wäre eine Sache, die ich in der Klassenarbeit nachgefragt hätte. Ja. Aber ich will jetzt nochmal hier Brille. Guck mal, jetzt, das ist so typisch Streber. Ja. Das stört sie! Das stört mich gerade. Trotzdem hast du nur 7 von 10. Glasses, Brille, Glasses. Ja, aber hier ist es anders. Du musst dich an das Lösungsblatt halten. Danja. Selbst wenn du andere Wörter nimmst. Danja, es ist egal. Respekt. Halt dich an das. Aber wenn die Lösung falsch ist, dann ist es falsch. Es ist falsch. Ich hasse das, wenn es falsch ist. Ich hab schon eingetragen. Ja, ist okay. Du wärst jetzt wahrscheinlich so jemand, der mit seinem Lehrer diskutieren würde. Echt jetzt? Nee, weißt du, wie lange das her ist? Boah, mit den ganzen Zeitstufen. Also es geht um das Verb rufe und alle Formen, im Aktiv und im Passiv. Oh nee. Boah, damit, darf ich ehrlich sein, damit hatte ich schon früher Probleme. Ich hasse das. Okay. Warum sind hier immer 2 Zeilen? Hat das was zu bedeuten? Oh Gottchen. Boah, so einzelne Wörter kann ich gar nicht, ne? Das sofort, man denkt sich das doch dann falsch, so. Ja, es ist auch. Was denn perfekt und Plusquamperfekt, das weiß ich gar nicht mehr. Also perfekt ist mit habe und ach ja, stimmt. Perfekt ist das, was Heidi Klum immer sagt, ich hatte das gemacht, ja. Gehabt. Ja, irgendwie so, ja, ich weiß es nicht mehr. Boah, bei Passiv bin ich echt schlecht. Ich bin voll fertig gerade. Ja, ich glaube, da sind 2 Zeilen, damit man die ganzen Sätze dahin schreiben kann. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Das ist hoffentlich nicht so schlimm. Keine Ahnung. Ich glaube, Punktabzug dafür? Nein, okay. Alles gut. Wir gucken gleich, ob es richtig ist oder nicht. Okay. Setze folgende Sätze ins Passiv. Boah, können wir nicht ein Diktat einfach schreiben? Voll langweilig. Also nicht langweilig, Er ging den längsten Weg. Jetzt würde ich gerne Meister Yoda machen. Den längsten Weg er gegangen. Keine Ahnung, ich glaube, das ist alles falsch, was ich hier geschrieben habe. Vielleicht. Fand ich schon immer sehr, sehr unnötig, diese ganzen Zeitstufen. Dieses es gibt Gegenwart, es gibt Vergangenheit und es gibt Zukunft. So. Wenn ich sage, ich werde gehen, dann wissen alle, das wird irgendwann in der Zukunft passieren. Jetzt mach's doch den Leuten nicht madig! Okay, schauen wir uns das jetzt erstmal an. Einfach schlimm. Also. Okay, rufe. Ja, okay, ich rufe, aber das war einfach nur, dass ich vergessen habe, sorry. Ja. Ich rufe, richtig. Ich werde gerufen. Ich rief, ne, lass mal erst aktiv durchgehen. Okay, rief, ja. Ja, ich habe gerufen, guck mal, eigentlich hast du jetzt nur die halbe Punktzahl. Aber ich habe dich doch gerade gefragt, alles gut. Du doch also ich habe gerufen, ist richtig, ich hatte gerufen, habe ich auch. Ja. Ich werde rufen, ich werde gerufen werden. Ja, stimmt, ist richtig. Ja, okay, da habe ich haben, ich werde gerufen haben. Nee, das ist falsch. Also halben Punkt. Ja. Halben Punkt, komm. So, ich werde gerufen, richtig. Ich wurde gerufen, richtig. Ich bin gerufen worden. Gerufen. Ja, aber eigentlich hätte bei dir gerufen worden. Ich habe doch gefragt. Ich habe gesagt, ich schreibe nur das Verb. Ich war gerufen worden. Ich wurde gerufen worden. Ja, das ist, wurde ist falsch. Mann, ey. Komm, 0,5 gebe ich mir dafür. So, ich werde... Gerufen? Ich werde gerufen werden? Ja, okay, falsch. Ich werde gerufen worden sein. Guck mal, du gibst dir überall volle Punktzahl. Ich gebe dir volle Punktzahl. Ja, ist okay, komm. Wenn ich dich vorher frage, sonst hätte ich es ja noch nicht. Ja, komm, ist okay. Ja, aber ich habe ja auch oft gerufen. So, ich habe jetzt hier auch gerufen, also ist es richtig. Ich habe da keinen gerufen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Punkte. 10 von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sehr schön. Und du hast 12 von, ja, du hast 11 von 12. Ja. Gut. Es geht ja nur ums. Also. So, ich habe immer, das habe ich mal weggelassen. Was denn? Das ist schlimm. Ich habe die Katze wird gefüttert, aber von wem ist ja egal. Es geht eigentlich nicht, aber gut. Es ist doch egal! Ach, guck mal, ich habe daraus Mehrzahl gemacht. Die Katzen sind von der Oma gefüttert worden. Okay, das ist falsch. Ich habe den Satz noch nicht mal richtig gelesen. Ich habe die Katze gefüttert. Die Katze ist von mir gefüttert worden. Okay, nein, haben wir beide falsch? Katze wurde gefüttert. Habe ich auch von mir gefüttert. Morgens wirst du dein Zimmer aufräumen. Morgen wirst du dein Zimmer aufgeräumt haben, habe ich da. Dein Zimmer ist auch falsch. Der richtige Satz ist, dein Zimmer wird morgen von dir aufgeräumt werden. Aber im Sprachgebrauch ist das voll nicht normal. Der Schrank war vom Schreiner repariert worden.
Ich hab, der Schrank ist repariert worden. Nein, falsch. Ist aber auch falsch, weil dann ist das hier... Das war. Ja. Er ging den längsten Weg. Der längste Weg wurde gegangen. Ja, ich hoffe, das von ihm nicht. Er ist den längsten Weg gegangen. Nee, ist auch falsch. Dann kriegst du einen Punkt hier. Ja, dann habe ich 1 von 5. Ich habe 2. Ich habe 0 von 5. Wo hast du 2? Hier oben. Die Katze wird gefüttert. Achso, ja, das stimmt. Da habe ich den Satz falsch gelesen. Gut, sagen wir es, wie es ist. Das war relativ schlimm. Schlimm Schlecht. Von uns beiden. Wir beide einfach 4. Ja. Das ist 3 Blätter Mathe? Ja, anscheinend. Oh. Es geht um Klassenarbeit Brüche. Habe ich es nicht vorhin noch gesagt? Ja, ich glaube, 5. Klasse Mathematik. Boah, nee. Berechne jeweils die Fehlergröße. Das kannst du mir doch nicht erzählen, das ist nicht 5. Klasse. 4/7 von 245 Kilometer. Ich vergiss es. 4/7? Okay, 245 durch 7, was ist das denn? 245 durch 10 sind 24,5. Durch 5 sind 12,25. Keine Ahnung. Ich krieg das aber auch nicht mehr im Kopf gerechnet. Durch 10, nee, durch 5 sind... Wie oft rechnet man im Kopf? Ist falsch. Oh, das ist so eine ungerade Zahl, das ist blöd. Ja. Oh. Eigentlich, das Taschenrechner darf man in der 5. Klasse auch noch nicht benutzen, ne? Weiß ich nicht, wollen wir es machen? Sonst dauert es ewig. Ja, komm, hol mal deinen Taschenrechner raus. Ja, vom Dings ist es einfach 245 durch 7 und dann mal 4. Ja. 140. 140. Okay. 140 Kilometer. Ja. Oh ja, das ist wichtig. Wichtig. Warte mal, ich versuche mal schriftlich zu dividieren, du okay? Okay, das versuche ich. Bleib mal kurz. 245 durch 7. Han gibt sich Mühe. Ah, genau, ich weiß, wie es geht. Also, es war doch 24 kannst du 21. Das sind dann 3 im Sinn sind 35. 35 durch 7 sind. Sind 35 durch 7 sind 5 und dann 35 mal 4 sind 140, oder nicht? Ja, guck, ich kann schriftlich dividieren! Aber ich bin so stolz auf dich. Ich kann schriftlich dividieren, immer noch. Was? Ja! Das kann ich nicht mehr. Guck, warte, ich mach das mit der anderen. Sag mir die Lösung nicht. Okay, ich nehme die Lösung weg. Ich kann doch nicht schriftlich dividieren. Was ist das? In Ordnung. Also 88,73, wenn du 100... 21 durch 15. 15 sind 8,067 und das dann mal 11 sind 88,73 Periode. 24 Liter von 96. Ja. Das sind ein Viertel, glaube ich, ne? 96 ist ganz klar. Schön. Mathe machen wir zusammen, oder was? Ein Viertel. Ja, müssen wir ja. Guck, ich kann sogar noch schriftlich dividieren. Ja, ich bin stolz auf dich. Ja, ich kann weiß. Das nicht mehr. Erweitere die Brüche. 3 Achtel. Ich rechne auch immer vor. Rechnen ist der schlimmste Teil an Mathe. Und 7 Fünftel mit A6 oder B14. Was? Ja, erweitern ist doch mal rechnen. Erweitern? Ja, mal rechnen. Ich mache erstmal die Aufgaben, die ich kann. 3 Fünftel Meter sind 60 Zentimeter. Ey, das ist voll schwer. Mathe ist voll schwer. Mit Brüche, ey. Kann das alles gar nicht mehr. Ja, du machst die ganze Zeit mit dem Taschenrechner. Ich glaube nicht, dass das erlaubt ist. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht. Aber ihr könnt mal in die Kommentare schreiben. Dürft ihr einen Taschenrechner benutzen in der 5. Klasse? Keine Ahnung. Wandle die Schreibweise um. Das ist doch kürzen wahrscheinlich, ne? Nein, ich glaub, nicht kürzen. Ach, die gemischte Schreibweise um. Ja, ja, dafür braucht man ja einen Taschenrechner. 1,03, ne? Ja, da gibt es ja. Bestimmt... Das so, was hast du jetzt hier? Auch. Komm, ich, hab's einfach ich schließe mich dem an, weil sie hat ja einfach mit dem Taschenrechner gerechnet. Ich hab's einfach mal gerechnet. So, ich bin schauen wir uns mal die... sicher. Was? Hier, 140. Ja, genau, das war dieses, so, wie man das umwandelt. Ja. 140 ist richtig. So. 121 Euro. Hä? 11 Fünftel von... 5. Ach so, nein, wir sollten hier hinschreiben. Wir sind voll dumm, wir sollten nicht 11 Fünftel ausreden, sondern wir sollten ausrechnen, wie viel es sind insgesamt ist. Sind 101. Also okay, man hätte noch. Ach so, ja, okay, falsch. Ja, wir haben einfach die Aufgabenstellung nicht richtig gelesen. Deshalb kommen ja. Auch so komische Zahlen raus. Ja, 24 Liter von 96 Liter sind ein Viertel, das passt ja. Aber. Ja. Das ja, passt. Genau, das muss ja, wir haben nur, bei der hier haben wir einfach die Aufgabe. Ja, komm, wir geben uns 3 Punkte von 5, würde ich sagen. Das ist aber nett noch. Ja, wir haben eine Aufgabe falsch.
von 2. Das stimmt schon. Erweitere die Brüche. A mal 6 sind 18 48stel. Ja. Und 42. Ja, okay, hast du richtig verstanden. Gut. Gut, 4 von 4. Ich krieg auch 4 von 4. Ja. Bitte abgeschrieben. Ja. Auch das gibt. Okay, wandle in die gemischte Schreibweise um. Nein, guck, wir haben es falsch gemacht. Ach so. Wir hätten. Ach, wir sollten das einfach. Ach so, du sollst es einfach so machen, dass du dann die ganzen da rausnimmst. Ja, komm, nehmen wir 0. Ja, das ist falsch. Wir haben eine Dezimalzahl geschrieben. Ja. Wir haben eine Dezimalzahl und das. Ja, ist richtig. Wandle um in die angegebene Einheit. 60 cm. Ich habe das gemacht. Ach, ich habe das noch nicht gemacht. Ja, komm, schreib von mir. 44. Ja, komm, ist alles richtig. Ich krieg einfach deine Punkte. Ja, 6 Punkte. Damit haben wir insgesamt 3, 4, 6 sind 13 Punkte. Also wir sind so richtig krasse Fünftklässler, die einfach so richtig schlecht sind und voneinander abschreiben. Ja. So, okay. Und es dann immer noch falsch machen. Weitere Matheaufgabe. Oh, nee, komm. Also bei 5 hört es bei mir schon auf. Was ist denn ein unechter Bruch, bitte? Ich habe das überspringe ich, komm, überspringe ich. Hm. Zeichne ein Rechteck mit 32 Kästchen und schraffiere dann 13 16stel davon. Und das können wir hinkriegen. Ja, komm, versuchen wir. Vor allem, du hast gesagt, wir brauchen 2 Stifte. Einen zum Malen und einen zum Schreiben. Wo ist die Aufgabe, wo wir was malen? Kannst du mir das mal erzählen? Die hier jetzt? Ja, hab ich. Du musst 4 Kästchen, 8 mal 4 musst du ja rechnen. Ja. Dann machst du 4 Kästchen, weil es ein Rechteck nach auf der kurzen Seite und 8 auf der langen Seite. Ja. So, 13 16stel sind dann insgesamt. Du nimmst einfach die Hälfte von 6 Kästchen weg. Ja. Das heißt, 26 Kästchen dürfen wir ausmalen, oder? Habe ich das richtig verstanden? Schraffieren heißt ja sozusagen. Ausmalen, ja. Ja. Dieter, oh, das ist ja so eine Lieblingsaufgabe von mir. Dieter behauptet, dass 2/3 genauso groß ist wie 4/6. Aber Maya glaubt ihm das nicht. Kannst du ein Bild malen oder eine Situation beschreiben, die. Nein, das kann ich nicht. Die Gleichheit deutlich macht. Nicht ausrechnen, sondern erklären oder eine Skizze zeichnen. Wow. Hä, mach doch einen Kuchen. Ach so, stimmt, natürlich. Ja. Ja, sieht gut aus. Und dann jetzt quasi davon einfach 4 ausmalen. 1, 2, 3, 4. Und das ist genauso viel wie 2/3. Oh mein Gott, Maya, hast du es jetzt verstanden, Maya? So, unser Kuchen. So, schauen wir mal, man hätte es auch mit dem Diagramm sonst. Kann ich das verzeihen, bitte? Ja. Wie blöd das aussieht. Okay, gut. Das haben wir ja nicht gemacht. Auf Aufgabe 7. Ja, das sieht gut aus. Ja. 6 Kästchen sind frei, ist richtig. Und hier haben wir es auch so gemacht. Gut. Toll. Ja. Toll. Also, toll. Das mit dem Malen hat ganz gut geklappt. Alles andere war jetzt nicht so erfolgreich. So, ich habe nur noch einen Zettel. Du auch? Ich habe gar keinen. Doch. Du hast auch noch einen Zettel. Wie, jetzt gab es eine Rückseite? Also. Was ist mit der 5. Klasse und mit Leute, den ganzen Leute, was ist los? Also, eine Schule hat 520 Schülerinnen und Schüler. 3/5 der Schülerschaft sind Mädchen. Wie viele Jungen sind in der Schule? Stelle eine Rechnung auf und denke an den Antwortsatz. Das ist auch so typisch. Du hast den Antwortsatz vergessen. Gib einen Punkt ab. Minus 5 Punkte. Minus 500 Noten. Dein Antwortsatz. Du bleibst einfach 4 Jahre vorher schon sitzen nochmal. Du musst 4 Stufen vorher nochmal machen. Der Punkt von deinem Antwortsatz hat im Übrigen gefehlt. Ich rede von deiner Deutschlehrerin. Stimmt. Klassenkonferenz. So 3/5. Ja, dann müssen wir erstmal 520 durch 5 rechnen. Genau. Ohne Tasche. Versuch mal schriftlich zu dividieren. Nee. Komm, jetzt mach mal. Hä, das musst du doch gar nicht schriftlich. Das kannst du doch gerade ausrechnen. 500 kannst du durch 5 rechnen und 20 kannst du auch. Ja, ist doch, aber ich versuch's doch trotzdem. Guck mal, du musst doch deinen Rechenweg. Du musst eine Rechnung aufstellen. So. Das heißt, du rechnest erstmal die 52 rechne durch 5. Warum 2 und. Du machst die viel zu. Rechne 500 durch 5. Was ist das? Nein, ich rechne jetzt, guck mal. Ich rechne die 50, das sind ja 10. So, 2 im Sinn, die 0 dahinter, 20 durch 5 sind 4, 104 ist die Antwort. Ja. Du hast 52. So, 104 ist 1/5. So, 104 rechnen wir jetzt mal 2, um die 2/5 der Jungen rauszufinden. Das sind 208. Das sind 208. Das rechnen wir. Und dann haben wir noch den Antwortsatz. Das die Schule. Die hat 208 Jungen. Nein, zur Schule gehen 208. Ja, ist mir egal. Der Schule gehören nämlich nicht diese 208. Doch, solange ich zur Schule gegangen bin, habe ich das Gefühl gehabt, ich gehöre der Schule. So, setze kleiner als, größer als oder gleich ein. Also 8/9, 24, 7, ja, 8/9 ist größer als 27. Ja. Weil unten der Nenner ist ja. Ja.
Oder? Ja. Warte, stopp, nein. Oder? Nein. Warum? Ist, ich glaube gleich. Ist gleich. Ja, wenn du es jetzt kürzt durch 3, dann hast du 8 und 9. Ja, es ist gleich. Ja. Ist gleich, ja. 7 Zwölftel und 5 Achtel. 62. Dann ist 5 Achtel größer, ne? Was hatten wir gerade? Irgendwas mit 58? Ich glaube auch. Was ja, komm, machen wir mal. Nicht? Ja, okay. Ja, keine Ahnung. Zeichne auf ein separates, kariertes Blatt. Nein, mache ich jetzt nicht. Zahlenstrahl von 0 bis 1. Bis 1,5. Benutze die Strecke, eine Länge. Nee, komm, das lasse ich jetzt. Keine Lust. Kürze so weit wie möglich. Nee, habe ich jetzt auch keine Lust. Doch, durch 6. Rechne mal 75 durch 5 sind 15. 90 durch 5 sind 18. Dann kannst du das durch 3 nochmal, dann hast du 5 Sechstel. Gut, alles klar. Ja, keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, wir sind echt schlecht in der Schule. Ich auch. Ja, ich guck mal, ob wir jetzt hier zumindest noch recht haben. 208, richtig. Ja, das ist auch das gleich, ist auch richtig. Das habe ich nicht gemacht alles. Ich habe Aufgabe 12 noch gemacht. 3 Fünftel und 5 Sechstel. Yay! Gut, Leute, ihr habt gesehen, in der 5. Klasse hätten wir echt Probleme immer noch. Wahrscheinlich werdet ihr sogar besser als wir. Ziemlich sicher. Ja. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, heute uns beim Verzweifeln zuzuschauen, gerne abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren. Ja, versucht auch mal zwischendurch, falls ihr nicht so, also falls ihr mal motiviert seid, ne, ich weiß, momentan müsst ihr zu Hause so viel, sowieso viel für die Schule machen. Richtig. Weil ihr meistens zu Hause seid, aber trotzdem. Irgendwann kommt wieder die Zeit, wo ihr auch zur Schule gehen werdet und dann müsst ihr das auch zu Hause wieder machen. Also denk Sad. Dran. Denk dran. Aber wir müssen sie doch jetzt schon zu Hause machen. Ja, aber du weißt, was ich meine. Hausaufgaben? Ja. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren. Ciao. Das war der Tag in der 5. Klasse.